Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meeting 2.de Titania. Ja, ich wollte mich ein bisschen vorbereiten für das Okay-Event und habe mir gedacht, okay, kannst du noch ein paar Bosse farmen, weil aus den Truhen kommen ja auch Doppeldorp raus und so. Und da habe ich diesen Spot hier entdeckt und alter Falter, ich würde sagen, das sind ein paar Bosse. Wir buffen uns nochmal kurz an, Alchi ist sowieso an, standardmäßig auf den kleinen Lykaner. Und ich würde sagen, wir pullen uns mal zwei Neunschwänze. Ich weiß gar nicht, ob wir die aushalten. Testen wir das einfach mal. Ja, das Problem ist, dass sie einen wegstoßen, ne? Ja, das ist ein bisschen Arsch. Aber wir haben Ohnmacht in Equipment. Den ersten müssen wir jetzt gleich down haben. Da ist er schon down. Da haben wir auch schon eine Okay-Karte gedroppt. So, die Neunschwanztruhen heben wir natürlich auf. Fundamentsteine können wir auch noch aufheben. Und dann würde ich sagen, holen wir uns direkt die nächsten. Alter Falter, hier ist ein bisschen was los. Ja, komm, holen wir uns einfach nochmal zwei Neunschwänze. Ich will auf jeden Fall gleich mal gucken, ob das auf den anderen CAs auch noch ist, weil das wäre ja formidable, Alter. Da muss ich hier nicht irgendwie groß rumsuchen oder so, sondern kann direkt ein paar Bosse kloppen und hab so meine 20, 30 Truhen oder so. Wie viele Bosse sind das jetzt? Ja, ich würde so sagen, das waren 6 Bosse auf 4 Channels. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, noch ein kleiner nachkommentierter Part, denn ich möchte euch eine kleine Challenge stellen. Ich habe mir nochmal ganz alte Videos von mir angeguckt und da habe ich festgestellt, ich habe auf viel weniger Views viel mehr Bewertungen gehabt. Und um das wieder so ein bisschen zu ändern und euch so ein bisschen zu animieren, dann auch regelmäßiger zu bewerten und so weiter. Ich weiß, viele von euch denken da gar nicht dran. Und wenn ich dann so sage, hey, eine Bewertung würde mich freuen, dann bewerten die auch. Aber ich will das nicht irgendwie in jedem Video sagen und so weiter. Deswegen will ich euch jetzt einmal animieren und euch diese Challenge stellen. Und zwar möchte ich 200 Likes haben und 200 Dislikes. Einfach für die Leute, die sagen, ja, du willst es ja nur wegen den Likes machen und so weiter. Nee, ich möchte einfach nur, dass ihr das Video bewertet, denn es ist für einen YouTuber sehr, sehr wichtig, dass das Video auch bewertet wird. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr das schafft. Und wenn ihr das schafft, kriegt ihr ein Triple-Upload nächste Woche. Das heißt, 3 Meeting 2 Videos. Und ja, deswegen jetzt die Challenge an euch. Wenn ihr es schafft oder wenn ihr es haben wollt, dann bewerten, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und ja, dann kriegt ihr nächste Woche ein Triple-Upload. Noch ein kleiner Hinweis, und zwar ist ein Video davon über 10 Minuten lang. Das heißt, für die Leute, die es nicht wissen, man kann ab 10 Minuten doppelt, dreifach Werbung schalten und so weiter. Ich möchte das aber nicht im Video selber machen, weil das einfach stören würde. Das heißt, für die Leute, die mich unterstützen wollen, ganz am Ende des Videos findet ihr dann eine zweite Werbeeinblendung. So, wir sind jetzt mit den großen Lykanern noch bei Theo Vardan und wir haben hier wieder ein paar Schulterbänder. Dieses Mal machen wir es aber ein bisschen schneller, weil er ja letztes Mal meinte, dass das nicht so wirklich schnell war. Deswegen fangen wir direkt mal an. Wir gehen komplett auf die Königsbänder. Das heißt, die wollen wir auf jeden Fall hoch haben. Klappt gerade auch ganz gut. Ich halte jetzt aber meine Klappe. Ansonsten jinxe ich das. Und wir hängen wieder mit gar nichts da. So. Natürlich ist wieder das Ziel tatsächlich, dass es Crabbänder werden. Denn dann könnten wir die weiter uppen, das heißt die Prozentzahl versuchen zu erhöhen. Wir haben hier noch 3 10% Dinger, alles außer Tombola. Und nee, das wollen wir nicht, machen wir das lieber so. Haben wir 4 10% Dinger. Alter Falter, das hört sich doch ganz gut an hier. Das hört sich doch ganz gut an. So, alles klar. Dann haben wir hier ein 5, ein 1 und 6. Königsbänder versuche. Das heißt, nee, Quatsch, was sage ich denn? Aber das erste war erfolgreich. Zweite nicht. Na? Okay. 2 haben wir hinbekommen. Das ist jetzt aber ein bisschen assi, ne? Ja, gut. 2 Königsbänder haben wir und ein 18% Scheiße können wir nicht, müssen wir verkaufen. Und ein 19%. Alter Falter. Ach ja, ja gut, es gibt Schlimmeres, ne, als hohe Prozentzahlen rauszubekommen, aber jetzt können wir hier nicht wirklich weiter uppen. Das ist ein bisschen Arsch, aber was soll's. Ja, kurzer Cut, bis gleich.
So, da machen wir mal flotten Opening. Also wir haben hier auf jeden Fall gute Truhen wieder gefarmt. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Gar nicht drauf rumbabbeln oder so. Wir wollen auf jeden Fall... oh, Glas der Suche, nice. Da haben wir schon einen Handschuh, Diebeshandschuh. Das ist nice. Machen wir mal weiter auf. Partisane brauchen wir eigentlich nicht. Da den zweiten Diebeshandschuh. Ja, so an für sich ist es ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir können eben noch mal bei den grünen Tränken ist nichts dazu gekommen. Umhänge habe ich auch keine bekommen, wie ich gerade sehe. Naja, also ist okay. Wäre natürlich noch ausbaufähig gewesen. Aber allgemein ist es okay und von daher brauchen wir uns nicht beschweren. So, in der Abmoderation machen wir sogar noch eine zweite Runde auf und ich würde sagen, 90 Truhen gefarmt und geöffnet, das ist auch mal was, ein bisschen Schulterband geappt und so weiter. Ich denke, das war ein nices Video und Leute, am Sonntag kommt noch ein cooles Video für Weihnachten, so ein bisschen Inspiration würde ich sagen. Das heißt, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Und allgemein, das war's jetzt für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie mein Gaming Equipment. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.